So, herzlich willkommen auf meinem Kanal LKPlay87 hier auf der Deutschland-Map. So, wir haben wieder einen Auftrag bekommen und zwar müssen wir Unkraut spritzen. Ich lag am Anfang ein bisschen daneben. Ich habe eigentlich erhofft... Oh, da liegt auch noch ein Gewicht. Zu wem gehört denn der? Natürlich jetzt mal ganz gut zu wissen, aber... Das ist jetzt nicht meine Aufgabe und zwar müssen wir erstmal das gute Ding hier anklemmen. Die Spritze. Dann müssen wir nämlich einmal hier rumfahren. Ganz geschickt. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. Dann einmal den hier anklemmen. Und zwar damit. Zack. Dann da reinspringen, hochfahren und dann die Spritze selber auch noch. Voilà, das war ein Lenkrad. So, und zwar müssen wir nämlich heute auf Feld 2 und Feld 23 spritzen. So, einmal hierher. So, so, so. Hier. War das? Ah, okay. So. Dann einmal voll machen. Ah, da geht schon. Liest schon. Oh. Okay, okay. Da ist für mich. Den hier vorne auch gleich mal voll machen. Oh. So, jetzt ist es aus, oder? Ja. Eieieiei. Ist denn hier zu 100% jetzt alles voll? Ich glaube nicht. Und zwar muss der hier noch voll gemacht werden. Jetzt wird er voll. Jetzt ist er bei 100%. Eieieiei. Das war jetzt hier eine Aktion. So, dann geht es jetzt auf einmal das Feld Nummer 23. Da nämlich Unkraut spritzen. So. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir sogar alle drei Felder spritzen müssen. Ob wir hier den Rocken auch nochmal spritzen müssen. So, Leute, ich habe Vorfahrt, das wisst ihr schon, oder? Aber lasst euch da nicht aufhalten. Ah. Also, das ist ja mal eine Frechheit hier. Das ist eine Frechheit hier. So. Ja, striegeln geht leider nicht. Dazu ist es schon zu fortgeschritten, das Unkraut. Natürlich ein bisschen schlecht. So, des Weiteren ist ja am Dienstag der LS 25 vorgestellt worden. Und ich bin negativ positiv überrascht. Und zwar muss ich ehrlich sagen, mit Reis, ich weiß nicht, ich glaube, da werde ich meine Probleme damit haben. So, dann würde ich sagen, los geht's. Einmal alles zu Ende spritzen hier. Schön das ganze Unkraut weg damit. Weg damit, weg damit. Ja. Also von der Grafik her hat es mich schon ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Natürlich hätte ich mir noch mehr. Man stellt sich immer mehr vor, dass es besser wird. Aber ich finde für den Anfang, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Ich glaube, die werden. Würdest du jetzt nochmal Gas geben? Jetzt. Ich glaube, da wird noch einiges kommen, ein paar Features. Natürlich bin ich auch gespannt, wie es mit den Dämmen ist, mit den Reis und alles. Ich glaube selber, die Fruchtarten haben sich auch ein bisschen Grafik von der Textur verbessert. Und da ist ein Baum, da muss ich gucken, dass ich vorbeikomme. Nicht perfekt gelöst, aber auch nicht schlecht. So.
So. Das wäre Nummer 1. Ah. Okay, Gummi. Jetzt. Und wir sind viel zu weit da drüben. Da spüren wir ja hier die den Gehweg noch voll. Das wollen wir natürlich nicht machen. Ich werde gleich nachher mal gucken, ob wir bei dem Roggenfeld dann noch was machen müssen. Aber wichtiger erstmal, dass wir hier den ganzen Unkraut wegmachen. Ich habe natürlich gehofft, dass ich mir einen Striegel machen kann, aber leider habe ich den Moment verpasst. Ich hätte, glaube ich, einen Tag vorher machen müssen. Ja. Natürlich gucken hier, es ist natürlich ein riesen Ding. So. Aber man sieht es ja eigentlich ganz gut, wo wir waren. Hier können wir eigentlich schon nach oben fahren. Und dann werden wir gleich mal gucken nach dem nächsten Feld. Ja, einmal rum hier. Es sollte doch eigentlich... Doch, das müsste es eigentlich gewesen sein. So, dann mal ausschalten. So. Wir sind... Hier, da sind wir auf jeden Fall fertig. Ah, das ist kein Unkraut, das ist nur Stein auf der 21. Dann werden wir hier sieht man es nämlich... Das ist nämlich Stufe 1 und hier, das ist Stufe 2 oder 3 oder 4 sogar schon. Das ist natürlich ganz schlecht. Und haben wir gut spät erkannt. So. Dann bitte einmal zusammenklappen, dass wir hier in Richtung Feld Nummer 23 fahren können. Unter einer? Nein. Dann können wir auf jeden Fall mit voller Elan schon mal Gas geben. Die Abrechnung dürfen wir dann nachher nicht vergessen. Wir müssen auch noch ein bisschen was zahlen fürs Häckseln und so weiter. Die Abfahrer. Nee, ich glaube, das haben wir schon. Das Ansehen, genau. Das Ansehen müssen wir noch. Müssen wir noch zahlen. Die Herbizide. Ja, müssen wir eigentlich auch zahlen. Da weiß ich noch, wie ich es abrechne. Müssen wir mal gucken dann auf jeden Fall. So, einmal hier mit Schmackes rum. Eieieiei. So. Gummi geben. Gummi, 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 Gummi. Am 12. November kommt der LS25 raus. Kam der immer schon zu spät? Ja, kam doch immer früher, oder? Oder war das schon immer im November? Natürlich eine gute Zeit, würde ich sagen. Weihnachtsgeschäft und dann noch eventuell schlechtes Wetter. Kann man viel zocken. Werden natürlich ab Minute 1 dabei sein, sobald er rauskommt. Wobei ich sagen muss, bis November spielen wir ja dann hier auf der Karte und werden uns hier unser nötiges Kleingeld zusammen raufen. Wobei ich dann sage, dann können wir eigentlich schon mal mit eigenen Geräten anfangen, wenn das wirklich so ist. Dass wir das Lohnunternehmen gar nicht mehr so fordern. Dass wir da schon mal irgendwann auch unsere eigene Fahrzeugflotte, würde ich es jetzt mal bezeichnen, zurückgreifen. Oh, Vorsicht, hier ist der Baumstamm. Aber da kommen wir noch dran vorbei. Jupp. So. Und Gas geben. Hier ist doch irgendwo der Zaun. Ah, da sind wir genau am Zaun dran. Perfekt. Ja, es ist, glaube ich, jetzt nicht allzu wild, hier die Herbizide auszufahren und zu spritzen.
weil wir eigentlich relativ schnell mit dem MB-Truck sind. Beim Striegel müssen wir uns was einfallen lassen, da hat er richtig Probleme gehabt. Aber es muss das Lohnunternehmen wissen. Wie gesagt, das müssen die. Können natürlich schauen, dass wir, wie gesagt, irgendwann jetzt selber mal unsere Grünrocken jetzt nochmal anpflanzen. Glaube ich, gut Geld hat es gebracht auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall nicht verleugnen, aber Arbeit war halt richtig krass. Weiter drei Folgen. Das war wirklich Halleluja. Das war. Da haben wir gut was wegreißen müssen. So. Dann einmal rum hier. Oh, passt perfekt. Ich sehe leider nicht, wo das. Wo die. Wo das anfängt. Weil ich bin ehrlich, ich habe ja schon. Vorher bin ich mit dem Striegel hier durchgefahren und es hat nichts gebracht. Und da ist mir nämlich jetzt aufgefallen, dass ich nur mit Herbizide machen kann. Aber ich glaube, wenn wir hier jetzt so hochfahren, sollte das eigentlich passen. Ja, das. Ich glaube, das passt so. Dann machen wir hier noch die. Den Rest noch da oben. Nee, das passt auf jeden Fall. Sehr schön. Ich freue mich schon wirklich auf den Alice 25. Da habe ich schon richtig Bock. Habe auch schon richtig Lust auf ein paar gute Projekte. So, jetzt muss ich hier nur gucken. Wie weit kann ich hier fahren? Das sollte doch. Wenn ich hier so runterfahre, sollte doch eigentlich klappen. Dann hätte ich, glaube ich, alles an Unkraut beseitigt. Ja. Schreibt man mal aus. Gucken mal kurz. Ah, nee. Guck an. Hat man schon wieder einen Teil vergessen. Guck an, guck an. So, muss so hochfahren. Das hat jetzt noch nicht so gut geklappt. Fahren wir jetzt mal hier hoch. Dann gehen wir mal Tempomat hier. So, und dann hier einmal rum. Aber man sieht halt wirklich nichts. So. Muss ich so fahren? Nee, ich muss weiter in die Richtung. Aber jetzt sollte es eigentlich klappen. Ja, jetzt passt. Jetzt passt's. Jetzt ist alles weg, bis auf ein Stück da hinten. Das nehmen wir auch noch mit. Das Lohnunternehmen muss natürlich alles perfekt werden. So. Und jetzt das letzte Stückchen noch weg hier. So. Dann wieder zusammenklappen. Dann werden wir noch die Herbizide zu uns bringen zum Lohnunternehmen. Gucken, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Jetzt geht's nach oben. Jupp, perfekt. Die Halle ist da. Können wir direkt, glaube ich, auch gleich mal in die Halle rein transportieren. Wobei ich schon fast sagen kann, die können wir hier vorne stehen lassen. Fahren wir jetzt in die Halle rein. So. Können wir den hier stehen lassen? Achso, nee, halt. SRGI. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass wir es hier nicht machen können. Und einmal rausfahren. Eieieiei. Wie sieht's hier aus? Irgendwann muss es doch mal funktionieren. Jetzt hat es geklappt. Ist es komplett leer?
glaube, ich muss noch mal. Irgendwann wird schon mal funktionieren, noch mal was raus. Ah, es ist natürlich ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gibt's da nicht? Gut, vielleicht klappt's hier vorne. Ups. Was ist denn jetzt leer? Der ist leer. Achso, vielleicht müssen wir auf den da vorne wechseln. Das kann natürlich auch sein. Und zwar... Ah, dann probier es doch nochmal hier hinten. Aha, perfekt. Aber das war noch nicht alles. Es war noch nicht alles. Ein bisschen... Ah, jetzt. Jetzt ist er auf Null. So. Perfekt. Ja, das werde ich mal irgendwann mal schön hinstellen müssen. Aber... Ich würde schon mal sagen, wir schalten den jetzt mal aus. Werden das mal wieder zurückgeben. Ja. Die Spritze war natürlich nur ausgeliehen, ist ja ganz klar. So. Das werden wir jetzt mal ganz kurz hier hinstellen. Ja, komm, das können wir hier hinstellen. So. Weil, dann ist das nämlich hier nämlich gleich mal weg. Aus der Schussbahn, würde ich mal sagen. So. Ist natürlich wieder ausschalten, die Superstärke. Ganz klar. Den hat noch ausschalten. Ich würde doch mal hier kurz ein Bild schießen. Und zwar so hier. Und dann wechseln wir mal ganz kurz hier unseren Hof. Nein, werden wir nicht machen. Und zwar werden wir erstmal eine Rechnung stellen. Und die wird folgendermaßen sein. Düngen? Nein. Eieieiei. Gibt es das gar nicht? Warte mal, Mulchen sehen, Walzen striegeln. Künstliches Düngen. Es. Herbizide, Schwadenfressen, Ballen, Schneeräumen. Mhm. Silo, Liefer. Also das gibt's leider nicht. Dann würden wir das unter Düngen machen. Bild Nummer 2. Künstliches Düngen. Hinzufügen. Feld Nummer 23. Feld auswählen. Und das auch noch hinzufügen. Und dann werden wir aber noch etwas für die Herbizide verlangen. Da werden wir jetzt mal 200 Liter? Ist das okay? Würde ich schon fast sagen, gell? Werde ich sagen. Passt. Gut. Wir werden natürlich jetzt direkt mal rübergehen und Rechnungen bezahlen, oder? Die werden wir doch bezahlen. So, natürlich werden wir die bezahlen. Einmal zahle Rechnung. Was ist das denn hier überhaupt? Auch Walzen und Seen. Sind wir schon mal sehr günstig weggekommen. Da muss ich echt sagen, sehr, sehr, sehr gut weggekommen. Gut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und dann wird es, glaube ich, ziemlich wahrscheinlich sein, dass wir dann schon den Roggen ernten werden. Oh, da sind schon leider die Küken da. Vorsicht. Nein, passt gut. Dann werden wir aber auch irgendwann mal hier unser Frontlader holen müssen. Für den hier, dass wir unseren Weizen, den wir natürlich noch ein bisschen haben, von 9000 Liter, perfekt, da mal wieder was nachgeben. Okay, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer LKP87. Macht's gut. Ciao.